Sie sehen nun einen Wahlwerbespot der Partei Die Unregierbaren Autonome Liste. Inzwischen bundesdeutscher Alltag, der geräuschlos vollzogen wird. Flüchtlinge zusammengezwängt in abgeschotteten Lagern. Mit ihnen macht der Staat gnadenlos kurzen Prozess. Die allermeisten erwartet die Deportation. Flüchtlinge werden zur Flucht vor deutschen Behörden gezwungen. Der deutsche Staat verfolgt sie, um sie wieder in Elend, Folter und Tod zu schicken. Er macht ernst mit seinem Programm, das heißt, selbst das pure Überleben steht nur denen zu, die für ihn und seine Unternehmerschaft verwertbar sind. Deutsche Faschisten und Faschistinnen verschieben dieses Programm radikal und jagen, terrorisieren und morden Ausländer und Ausländerinnen. Währenddessen macht der Staat das, was er tagtäglich macht. Er sortiert in lebenswert und unwert. Dieses Programm läuft ganz ohne Knüppel und Molotow-Cocktails, sondern ganz legal, systematisch und effektiv. Die Waffen heißen Visabestimmungen, Grenzkontrollen, Zurückweisungen, Abschiebungen und Rücknahmeabkommen. Solange Ausländer und Ausländerinnen für das Kapital profitabel einsetzbar waren, hießen sie Gastarbeiter. Solange die Staaten des Ostblocks als Feindesstaaten galten, hießen sie Aussiedler oder politisch Verfolgte. Heute, wo doch Demokratie und Marktwirtschaft herrschen, heißen dieselben Menschen Wirtschaftsasylanten, was so viel heißt wie, das Lebensinteresse dieser Menschen ist kein Grund für Asyl. Anerkannt werden lohnende Arbeitskräfte und Verfolgte eines missliebigen Staates. Ist das nicht der Fall, werden die Flüchtlinge in das Elend zurückgeschickt, das sie gerade zur Flucht zwingt. Deutsche Nationalisten halten allein deswegen ihren deutschen Pass für ein Privileg und sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Das ist dem Staat recht. Und so teilen sie sich die Arbeit, deutsche Rassisten auf der Straße und die staatlichen Behörden und Polizeikräfte überall. Die Wahlparteien konkurrieren darum, wer dieses Programm durchsetzt. Die einen haben es als Grundgesetzänderung vollzogen, die anderen fordern es unter dem Titel des Einwanderungsgesetzes. Ihnen geht es um das Gleiche, nämlich um die Macht des Staates, zu bestimmen, wer deutsch und wer nicht deutsch ist, zu bestimmen, wer wo leben darf, zu bestimmen, dass alle Menschen dem deutschen Staat und dem D-Mark-Kapital zu Diensten stehen. Dafür lassen sie sich wählen, zum Erhalt ihrer Macht und ihrer Freiheit. Wahlen ändern daran nichts. Jeder und jede ist aufgerufen, sich selbst und organisiert dem Rassismus der Herrschenden und ihrer Anhängerschaft zu widersetzen. Zur Europawahl 1994 sahen Sie einen Wahlwerbespot der Partei Die Unregierbaren Autonome Liste. Alle Städte sind so grau wie diese Menschen, die in ihnen wohnen. Und die Stadtdirektoren haben kein Interesse, das zu betonen. Hier gibt es stumpfe Unterhaltung für den Herrn und für die Dame. Und das wenige Bunt kommt von der Leuchtreklame. Und wir stehen mittendrin und wir spitzen unsere Ohren. Wenn das das Leben ist, dann haben wir hier nichts verloren. Und wir bleiben trotzdem da in dieser Friedhofsatmosphäre. Weil hier ohne uns alles noch viel öder und viel stumpfer wäre. Und wir gehen ein paar Schritte und wir schauen in die Schaufenster. Diese Puppen sehen aus wie die Verkäufer, wie Gespenster. Lass uns nie so werden, denk ich und ich schreibe. Mit schwarzer Lackfarbe, Scheiße an die Scheibe. Und wir stehen mittendrin und wir spitzen unsere Ohren. Wenn das das Leben ist, dann haben wir hier nichts verloren. Und wir bleiben trotzdem da in dieser Friedhofsatmosphäre. Weil hier ohne uns alles noch viel öder und viel stumpfer wäre. Are you ready for the revolution? Are you ready to change your mind? Are you ready for the only solution? To leave the old dead set behind. Break the wheel of cruelty. Live the truth, live the truth. There's one thing between you and me. It is trust, it's a Maserati.
something between you and me. It is trust, it's a must, live in truth. Zur Europawahl am 12.06.1994 sahen Sie eine Sendung der unregierbaren, autonome Liste.